Ah, na komm. Ich wollte eigentlich nicht zu dem springen, aber okay. Eieieiei. Ich achte hier schon mal immer gerne mal ein bisschen auf mein Leben. Sollte mich jetzt auch noch mal ein bisschen entfernen hier. Beziehungsweise dafür sorgen, dass der mal zu mir kommt. Der Töppes. Und dann muss ich gleich mal gucken, wie groß dieser Aufnahmefile wird. Von dem ganzen Stream hier. Ich nehme das alles über OBS direkt auf. Also über das, worüber ich auch gerade streame. So, da ist er tot. Hat uns leider nichts Schönes gedroppt. Aber dafür können wir jetzt bei denen hier weitermachen. Geben die uns eigentlich auch den Massaker-Bonus? Ich glaube, den gibt es erst ab ein paar Gegnern. Und nicht ab so wenigen hier. Jetzt müssen wir die scheußliche Königin in den alten Ruinen noch töten. Streak ist jetzt online. Oh ja, okay. Also bei mir läuft der Stream einwandfrei. Kann ich also leider nicht nachvollziehen, das Problem von dem Zuschauer, der hier eben bei mir im Stream war. Tut mir natürlich leid für dich, dass der Stream nicht läuft. Aber... Entschuldigung. Da musste ich niesen. Da musste ich niesen. Okay. Die Quest haben wir geschafft. Wir gehen zurück nach Neu-Tristram und geben die Quest ab. Danke für eure Hilfe. Aber und sind auch Stufe 5. Ja, ja, du wirst stärker. Und wir haben vor allem eine Questbelohnung bekommen. Die uns auch noch ein kleines Upgrade bringt. Gürtel haben wir noch keinen, können wir also eh anlegen. Kommt, lasst uns auf die Suche nach. Ja, halt die Klappe, Lea. Gut, hier haben wir jetzt noch nicht so wirklich was. Gold haben wir natürlich schon einiges bekommen. Auch bedingt dadurch, dass wir auf Profi spielen. Dementsprechend werde ich mir mal dieses Schwert gönnen. Und werde auch mal den ganzen Rest hier verkaufen. Haben jetzt also auch schon ein verzaubertes Schwertchen. Was ganz gut ist. Ups. Ja, wie gesagt, erste Mal Livestream. Alles noch ein bisschen hakelig hier bei mir. Bin ich noch nicht so gewohnt. Und vor allem hat man beim Livestream immer das Problem, ihr könnt nichts mehr rausschneiden. Oder... Es sei denn natürlich, ihr macht es wie bei bei Super Games TV und vernutzt diesen tollen Spruch digital rausschneiden. Das kann ich aber leider hinterher nicht. Das hier ist einfach nur so eine kleine Challenge an mich selber. Dass ich mal sehe, wie lange kann ich eigentlich überhaupt aufnehmen, wie lange kann ich das hier überhaupt durchziehen. Ein verborgener Keller. So. Kriegen wir sogar fürs Schlagen EP oder ist das da unten? Nee, doch nicht. Oh oh. Ich weiß nicht genau, wie viel Schaden das hier macht. Auf Profi. Es ist mir aber lieber, wenn ich dem Ganzen ausweiche. Ey, 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 ey. Genau. Das geht noch nicht. Zuschauer habe ich noch keinen, wie es ausschaut. Aber wie gesagt, ihr könnt das auch alles hinterher auf YouTube verfolgen. Den ganzen Prozess hier. Das wird sich noch ein bisschen hinziehen. Das ist auch nicht in der Art eines Let's Plays aufgenommen, logischerweise, dadurch, dass es halt ein Livestream ist. Kann also auch schon mal vorkommen, dass ich hier so ein paar Minütchen sitze und relativ wenig brabbel und wenig rede und einfach nur spiele.
Ist mit Sicherheit nicht jedermanns Sache. Aber ich hatte einfach mal Lust dazu und es war eine spontane Idee. Und deswegen sitze ich jetzt hier. Ab und zu mal hier so ein bisschen was auf meinem Handy gucken und so. Habe ich mich auch eine Nachricht gekriegt wieder. Punkt, schreibt Kevin, okay. Wunderbar. Toter Milizsoldat. Wir müssen uns jetzt Richtung Kathedrale begeben. Massengrab, da können wir natürlich auch mal reingehen. Da haben wir eventuell auch die Chance, ein bisschen Massakerbonus abzustauben. Mit ein bisschen Glück. Mal schauen. Sieht aber eher nicht so aus, weil im Massengrab ist das hier nicht wirklich. Sonst könnten da ruhig mal ein paar mehr Tote aufstehen hier. Wie, das war's schon? Mehr gibt's hier nicht zu holen? Na toll. Dann gehen wir wieder raus und begeben uns direkt weiter Richtung Kathedrale. Na, kommt schon. Ihr haltet aber ganz schön viel aus, ihr Drecksäcke. Das mag mir gar nicht gefallen. Betretet die erste Ebene der Kathedrale. Machen wir doch so gleich. Hier unten sollten wir vielleicht erstmal öfter die Chance haben, einen Massakerbonus abzustauben. Boah, da muss ich ein bisschen aufstoßen. Da können wir natürlich wieder die Umgebung auch ein bisschen nutzen. Und wie immer bei Diablo 3 sind natürlich die ganzen Karten, die ganzen Maps hier random. Das heißt, wir werden das ein oder andere Mal auch durchaus irgendwo langlaufen. Ach, jetzt hör auf, mich die ganze Zeit zurückzustoßen. Stoßen, du Affenkopf. Ich glaube, der Schwierigkeitsgrad könnte ein bisschen zu hoch eingestellt sein. Wir brauchen nämlich relativ lange für diese Billo-Monster hier. Und das ist nicht unbedingt optimal. Ich werde den Schwierigkeitsgrad gleich wahrscheinlich eine Stufe runterstellen erstmal. Mal schauen, das Sinn macht oder nicht. Stream läuft auf jeden Fall bei mir stabil. Noch nicht bereit. Also ich war der erste Gegner hinüber. MP-mäßig ist das nicht so die Erfüllung, was man von denen bekommt. Ich muss also, glaube ich, wirklich die Schwierigkeit eine Stufe runterstellen, da ich einfach zu lange für die Gegner brauche und sich das nicht lohnt. Auch wenn ich durch Profi einen guten EP-Bonus bekomme. Habe ich einfach zu wenig Damage. Plus 77% Schaden. Wir können es nochmal probieren hier. Wird jetzt der neuen Waffe ausgerüstet, aber die wird wohl nicht so viel bringen. Leider. Bei normalen Gegnern ist das natürlich in Ordnung. Da geht das. Die sterben schön schnell.
Da kriegen wir auch gut einen Massaker-Bonus zusammen, denke ich mal. Naja, da sind wir schon bei 16, so ab 15 scheint es also diesen Massaker-Bonus überhaupt erst zu geben. Ab 15 getöteten Monstern in relativ kurzer Zeit nacheinander gibt es wohl scheinbar den Massaker-Bonus. Wie es ausschaut. Könnte auch ruhig mal ein bisschen mehr Musik laufen bei Diablo, oder meine ich das nur? Ist halt auch sehr leise, die Musik gerade. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ein! So, ich muss mich mal gerade ein bisschen entfernen. Ein bisschen anders hinsetzen wieder. So sieht das gut aus. Ich wollte mal gucken, wie groß hier so die Videodatei wird. Okay, sind jetzt bei 683 MB. Bei einer Laufzeit von 26 Minuten. Ist natürlich nicht annähernd so viel wie DX-Story. Aber das hat auch den Vorteil, ich muss hier hinterher bei dem Video nicht mehr großartig was rendern. Das kann ich alles an einem Stück hochladen. Na komm, Kopfspalter. Wenn ich gegen dich kämpfe, kann ich auch ganz getrost hier Schlückchen trinken. Was sagt eigentlich so die Freundesliste? Nicht viel. Deckard Kane. Ja, ja, hör auf zu reden. Und jetzt? Mach auf, los. Ja, ja, hör auf zu reden. Folg Deckard Kane. Okay. Natürlich mache ich das, Decker. Natürlich mache ich das. Ich habe meinen Schwur gegenüber Lea gehalten und Kane gerettet. Nur der Skelettkönig steht noch zwischen mir und dem Geheimnis um den gefallenen Stern. Seine Rückkehr wirft erneut einen Schatten auf Tristram. Okay. Hallo Lea. Ich bin nicht dein Onkel. Achso, der. Und wir haben eine neue Handwerkerin bekommen, die Mystikerin. Und sind Stufe 7. Das geht ja fix. Haben auch eine neue Fertigkeit bekommen. Neuen Tagebucheintrag und so weiter und so weiter. Einen neuen Gürtel. Einige sagen Gold haben wir auch schon wieder. Da kann ich vielleicht nochmal gerade shoppen gehen. Nichts, was mir wirklich viel bringen würde. Aber das kann ich verkaufen. Und dann begeben wir uns mal Richtung. Ich hab bei mir ist zwar jeder einzelne meiner Gegenstände sehr ans Herz gewachsen. Zähigkeit. Hier haben wir natürlich die Zähigkeit erhöht. Hier kriegen wir ein bisschen was Schaden. Aber nichts, was uns jetzt wirklich einen mega Boost geben würde. Leider. Schmied, Deckard Kane sagt. Nicht jetzt, es war bedauert. Hab Dank, folgt mir. Und ab darunter. In den verlassenen Keller, Keller der Verdammten. Hallo. Na komm. Genau, es muss getan werden.